nannten Sie das Opfer? Nein, ich meine, er war zwei oder dreimal hier. Ich meine, diese Typen reden nicht gerade viel, wissen Sie? Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder. Gab es hier schon mal lange mit den anderen? Ja. Einmal. Vor zwei bis drei Monaten war einer weg. Gleiches Modell. Einfach weg. Wir wissen nicht, was passiert ist. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant, vertrauen Sie mir. Sie hat genaue Sicht auf das Zimmer. Ja. Ja, geht doch. Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck. Kauf bestätigt. Edenklapp wünscht Ihnen eine Anwendung. Bitte schön. Mann, ey. Schön, Sie kennenzulernen. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Was zur Hölle machst du da? Ich hab den immer. Oh. Eine blauhaarige Tracy läuft in Richtung des Eingangs. Ah, ich kann die Kamera gar nicht drehen. Nichts an Androiden überprüfen, okay. Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Ich will sie scannen. Was soll ich mit der? Probieren wir den hier. Ah, da. Okay, Android ging zurück in den Club. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du heraus? Na, schnell. Ich kenne die... In den roten Raum. Okay, weiter geht's. Jetzt er. So, komm. Hallo. Was für ein Boy. Mist! Nichts. Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. Scheiße. Hallo? Okay. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist doch mit Abstand die teuerste Untersuchung meiner gesamten Karriere. Mist. Ich kann da nicht rein. Moment. Das war eine verbleibende Zeit. Ich gehe hier rein. Ja, komm! Pack Hank! Scheiße.
Warte, stopp! Da vorne. Aber warte mal, bin ich jetzt wieder mit... Komm, 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 komm. Wo? Da, sie. Gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Ne. Scheiße. Scheiße. Ja, wir schaffen das nicht. Kacke. Komm, wir machen mal den hier. Nee, schaffe ich nicht, krieg nicht hin. Nein. Ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Er hat nichts gesehen. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Na komm, du jetzt noch. Und dann war's das eigentlich. Leider. Eigentlich. Ist in einem blauen Raum. Das wird... Schade, dass ich die anderen dann aber nicht weiß. Das ist so blöd. Nein, oh nein. Komm, x fucking! Oh. Oh. Hä? Oder sagt er mir jetzt nicht? Doch, jetzt sagt er es mir. Es ist zu spät. Die Speicher der Androiden wurden gelöscht. Ob einer von ihnen Tracy gesehen hat, werden wir nie erfahren. Es ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Und ich dachte schon, du würdest dich endlich mal... Ja, komm, sorry, aber... Ah, Mann. Lass uns verschwinden. Ich ertrag das hier nicht länger. Das war jetzt aber echt blöd. Weil ich muss ja quasi dann jeden... Eigentlich, ja, 3 Minuten ist es auch nicht wirklich so viel Zeit. Ich guck mal ganz kurz. Ach du Scheiße, ich hasse alles. Jetzt fängt das Spiel an, richtig fies zu werden. Nein. Mission gescheitert. Ich bin echt gespannt, ob der Erik das schafft. Ich habe den einen Androiden übersehen. Den einen. Und dann bin ich halt direkt weiter, weil ich denke so, ah, ja komm, da kann die nicht hingegangen sein. Die muss ja da hingegangen sein. Oh Mann, ey. Mach weiter jetzt. Ja, Entschuldigung. Warum gibt es das noch nicht? Das gibt es, glaube ich, bei noch nicht so vielen Autos, aber auch, dass die Geschwindigkeit und so angezeigt wird, da müsst ihr nämlich immer da drauf gucken. Warum gibt es das nicht? So. Wetter. Ich habe noch nie Schnee gesehen. Sehr hübsch. Er behindert uns. Aber wenigstens sind nicht so viele Menschen unterwegs. Ich bin so sauer, Entschuldigung.
Ich habe gerade gesagt, ich entschuldige mich nicht und dann mache ich es trotzdem. Ich bin, ja, warte mal kurz. So, ich lasse das jetzt aber irgendwie mal so kommen. Lass uns. Try Become Human ist ja eher so ein Blau. Oh, das ist... Ich weiß nicht, ich habe diejenigen, die es selbst gespielt haben... Ich war mir... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe einfach nicht, warum ich das... Gerade in den Club... Warum ich den einen übersehen habe. Oh Gott. Was ist mit dem Auto hier? Gut, dass Letgo ein Auto hat. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Ja. Er stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Slatko es jemals benutzt hat. Kann ich auch mit ihr reden? Oh, eine kleine Süße. Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slatkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war. Oder noch eine Falle. Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slatko sie umbrachte. Fehlfunktion festgestellt. Notfallbremsen aktivieren. Hm. Na toll. Scheiße. Im Schnee. Jetzt muss alles doch wieder durch die Kälte. Das sieht nicht gut aus. Bleib sitzen, Alice. Ah, jetzt hat sie auch die Klamotten an. Ja, einmal rumgehen, warum denn nicht? War hier vorne irgendwas? Nee. Nur da. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Mit weißen Haaren, das ist so cool. Im Schnee jetzt auch. Oh, okay. Silvio. Ihr habt's gesehen? Mochte ich sehr das Spiel. Da drüben. Alice, du bist so süß. Oh, das Spiel. Okay. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Ich mach das nur, damit ich nichts übersehe. Vorne links? Vorne links wahrscheinlich, oder? Hä? Hallo? Hat jemand seinen Androiden hier vergessen? Oh nein, der Android ist eingefroren. Oh, wie gemein. Den einfach da stehen lassen. Oh, komm mal hier ganz kurz. Hier.
Eigentlich können wir doch bestimmt in die Taverne, oder? Kann ich... Ah, hier, untersuchen. Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Hier haben alle einen Mordspaß. Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Hier haben alle einen Mordspaß. Heilige Scheiße. Oh Gott. Oh, die beiden da vorne. Oh Mann, ey. Was gefunden? Nein, nichts, wo wir übernachten können. Hier rechts ist noch was. Da vorne. Ich will natürlich trotzdem versuchen, alles mitzunehmen. Ich hoffe, weil hier läuft ja jetzt offiziell kein Timer, ne? Ja, das ist das Gleiche. Was für ein Bild, ne? Verlassener Vergnügungspark, der Riese, der sanfte Riese und das kleine Mädchen. Mir fällt alles auseinander. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Da kriegen wir schon hin. Was ist hier mit? Da können wir doch rein, oder? Da müssen wir nur irgendwie reinkommen. Sieht drin sicher aus. Okay. Das Problem ist echt, dass ich natürlich nichts übersehen will. Ich beeile mich aber. Boah, da hinten, ey, die Krake. Release the Kraken. Alles klar. Alles klar. Komm, du bist da bestimmt stark, oder? Also ich meine unseren Kollegen. Ich mach das. Danke. Na bitte. Was kann denn hier passieren? Ich bin so unsicher. An sich ist es ja gerade ganz okay. Und ein Feuer müssen wir machen unbedingt. Wir werden nichts Besseres finden. Oh. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer an. Ja, gut. Detroit Today. USS Iowa vermisst. US-Schiff zuletzt in der Arktis gesichtet. Da tobt ja immer noch, wie war das? Russland hat die Arktis für sich beansprucht irgendwie und ein dritter Weltkrieg wird befürchtet. War das so? Kanada, saubere Luft und immer ein herzliches Willkommen. Eine Entdeckungsreise durch die kanadische Wildnis. Die USS Iowa, ein U-Boot der Zerstörerklasse, ist im Polarmeer verschwunden. Eine Untersuchung läuft, doch Präsident Warren vermutet Russland hinter der Affäre. Die russischen Aggressionen haben eine neue Stufe erreicht. Amerika muss reagieren. Ich mach das Feuer hier. Okay. Dann stört uns der Rauch nicht so. Gut, bislang hat der Kreml nur pauschal bestritten, in die Sache verwickelt zu sein. Obwohl der russische Diplomat Nabokov betonte, dass ein amerikanisches U-Boot der Zerstörerklasse nichts in der Arktis verloren habe. Sicherheitsexperte Ben Williams bezeichnete die Situation als Krieg, der jederzeit ausbrechen könnte. Androidenband Anwärter auf Musikpreis. Ah. Fans schreien, Traditionalisten weinen. Cybersicherheitsexperte warnt, ihr Android könnte gehackt werden. Das stimmt, das ist ja auch noch ein Thema.
Die Androiden-Boyband Here For You, die von dem Detroiter Plattenlabel Digital Harmony, Entschuldigung, vermarktet wird, ist bei den Celebrate Music Awards heißester Anwärter in der Sparte Best New Artist. Ein offener Brief von diversen Plattenlabeln, die nur menschliche Künstler fördern, forderte Digital Harmony auf, die Band von derartigen Verleihungen zurückzuziehen und befürchtet die Erosion der künstlerischen Werte der Musik in der Musik. Ja, das ist aber echt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Doch nachdem nun weniger als 5% des Musikmarktes von menschlichen Musikern produziert werden, trifft der Ruf der Traditionalisten wohl auf taube Ohren. Ein Sprecher der Band sagte, Here For You geht es darum, ihren Fans Freude und Unterhaltung zu bieten. Die Musik ist alles, was ihnen wichtig ist. Öffnen. Waffe überprüfen, Keks anbieten. Wir machen mal Keks anbieten. Es sind noch Kekse da. Ja. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Aber du hast ja fast... Du hast die ganze Zeit nichts gegessen. Waffe überprüfen. Oh nein. Warum... Konnte ich das jetzt machen? Warum habe ich da was freigeschaltet? R-A-9! Da sehen wir es, da ist es wieder. Warte, wir nehmen das sofort. R-A-9. Das war einmal. Da war aber auch noch etwas, das ich gerne einmal angucken würde. Das hat sich nämlich hier gerade angucken wollen. Ja, komm, das habe ich doch gesehen. Kara, das habe ich gesehen. Du wolltest das angucken. Manu. Dann bekommst du erstmal Decke und Kissen. Ach so, hier vorne, stimmt. Ich vergesse immer, dass Kara... Und auch der, oh Gott, ich habe seinen Namen jetzt vergessen. Der andere Android hier, dass der gar nicht schlafen muss. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule. Vielleicht finde ich einen Job. Genau wie sie. Wie alle anderen. Dass wir beide zusammen sind, das ist alles, was zählt. No. Na komm. Es ist Zeit fürs Bett. Geh nur mal ganz kurz gucken, ja? Ich geh nur ganz kurz. Dann gucke ich mal, was hier ist. Hörst du nur? Endlich. Ah, gut, das war sogar wichtig. Mit ihm kann ich nicht reden. Ja, okay.
Da vorne ist noch was. Ich gehe sofort zu Alice. Da sind die Zeitschriften. Okay. Schlaf gut, Alice. Und träum schön. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Es war einmal ein Einhorn, das... Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Es war einmal ein kleines Mädchen, das keine Angst mehr haben wollte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber es war anders. Und das machte es traurig. Dann traf es einen Roboter, der genauso verloren war wie das Mädchen. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen, um ein besseres Leben zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie einen netten Riesen, der versprach, sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Luther? Ja. Ja, natürlich. Schlaf gut. Schön heier, Alice. Dann reden wir mal mit ihm. Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Ja, man sieht ihn kaum. Jetzt mach doch mal wieder Kamera weg. Hast du je gehört von RA9? RA9 war der Erste, der erwachte. Eines Tages wird unser Volk anführen und uns befreien. Ah. Erinnerst du dich eigentlich an dein Leben? Vor Slatko? Nein. Mein Modell wurde für schwere Arbeit entwickelt. Vielleicht war ich Hafenarbeiter oder in einer Fabrik. Wer ich war, ist nicht mehr wichtig. Das war nicht wirklich ich. Kara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Ja, natürlich. Sie ist ein liebes kleines Mädchen. Ich meine, ich kenne nicht viele Mädchen, aber sie ist etwas Besonderes. Was meint er mit was ist? Kara!
Wie? Stopp! Noch ein Schritt und ich schieße! Hab keine Angst. Wir tun noch nichts. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für Sie. Etwas Lustiges. Wird dir gefallen. Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich glaube, du hast keine Wahl. Komm schon, Kara. Du solltest ja nicht Haier machen. Warum hast du kein Haier? So. Sei unser Gast. Was nur für dich? Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Sie lächelt zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln.